Kids, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen eure Hilfe. Wir haben nämlich wieder einen neuen Fall. Ich bin schon ganz gespannt, was hier drin steht. Aber bevor wir mit dem Gottesdienst starten, will ich sagen, wir laden Gott noch dazu ein. Und ich bete dann jetzt einmal. Danke Gott, dass wir heute wieder Citylight haben können. Und danke, dass du immer da bist. Danke, dass wir heute noch mal mehr von dir erfahren werden. Und ich bin schon gespannt, was du uns zu sagen hast. Amen. Amen. Und wir gucken jetzt mal in den Zettel, in den Brief rein. Detektiv Becker. Hallo. Ich habe einen neuen Fall. Ich habe einen neuen Fall. Das ist immer aufregend. Ein Brief. Mögen Sie den einmal vorlesen? Ja. Auf jeden Fall. Okay. Liebe Detektive Schmidt, Müller und Becker, ich schreibe euch, um euch einen Fall zu übertragen. Ja. Vermutlich ist das der außergewöhnlichste Fall, den ihr je hattet. Okay. In diesem Fall bitte ich euch nicht, einen Fall zu lösen. Hä? Wie? Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was dann eure Aufgabe sein wird. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Mhm. Heute möchte ich euch darum bitten, einen Fall zu verhindern. Okay. Seit circa 5 Jahren entwickelt sich in mir von Tag zu Tag ein großes Gefühl von Wut und Hass gegenüber meinem Nachbarn. Was er auch tut, er provoziert und ärgert mich. Ich schlucke diese Gefühle immer und immer wieder runter. Ich probiere es einfach zu ignorieren, aber das geht nicht mehr. Fast jeden Tag ereignet sich irgendeine Situation. Zum Beispiel gestern erst hat er einfach ungefragt meine Hecke geschnitten. Meine Hecke. Okay. Dann hat er auch noch ständig Besuch und bis spät abends hört man immer lautes Gelächter. Ich kann nicht mehr mit offenem Fenster schlafen, weil man immer etwas hört. Dann schleimt er sich auch noch bei allen anderen Nachbarn ein, bringt ihnen Kekse oder Kuchen und die ganze Nachbarschaft schwärmt von ihm. Dieser ach so tolle Nachbar. Aber ich rege mich einfach nur noch auf. Wirklich. Diesen Menschen kann ich absolut nicht ausstehen. Ich habe schon so oft drüber nachgedacht, wie es wäre, mich an ihn zu rächen. Dann sieht er mal, wie das ist. Oder Lügen über ihn zu erzählen in der Nachbarschaft, damit die Nachbarn nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Ich kann Ihnen sagen, ich halte das nicht mehr lange aus. Ich bin wirklich kurz davor, die Geduld zu verlieren. Aber eigentlich möchte ich nicht etwas Böses tun. Deshalb lautet mein Auftrag an Sie folgendermaßen. Bitte findet eine Möglichkeit, wie ich diese Wut und negativen Gefühle loswerden kann, bevor irgendetwas Schlimmes passiert. Boah. Das ist mal ein anderer Fall. Vor allem, also, ist ja auch irgendwie jetzt eine... Also wenn wir in diesem Fall oder diesen Fall nicht annehmen, dann nehmen wir ja wirklich in Kauf, dass er jetzt irgendwie da was anstellt, ne? Ja, oder irgendwas ja, Böses ja. tut. Der scheint ja wirklich, wirklich schon lange, dass da irgendwas in ihm brodelt, ne? Ja. Was? Oh. Wir müssen wirklich was, wir müssen es verhindern. Ja, aber wie? Also ich kenne mich in dem Bereich jetzt gar nicht aus, so Wut. Ja, das sind so negative ja, Gefühle. Ich habe gerade die Idee. Oh ja, in dem Buch. Da könnten wir mal hier nachschlagen. Hat doch mal irgendjemand. Ich gucke nochmal im Inhaltsverzeichnis. Ah ja. Seite 300. Wie gehen wir davor? Okay. Umgang mit Wut. Da hätten wir auch direkt, also wir brauchen da irgendeinen Experten, ne, der uns da ganz klar zu sagen kann. Wut und Hass. Hier steht auch eine Person, an die man sich wenden kann. Aha, und, ja. Okay. Sollen wir uns an die Person wenden und würde dann mal nachfragen? Ja. Dann könnten wir sie fragen, wie wir
ja, ob wir unserem Klienten dann einen Tipp geben können, wie wir da vorgehen sollen. Ja, weil ich glaube, dass wir unseren Klienten jetzt wirklich helfen müssen, nicht, dass da irgendwie was passiert. Ich schreibe das mal auf. Die Nummer 0171. Okay, ich denke, damit sind wir auf einer guten Schiene. Zwei. Ja. Wir rufen da an und fragen die Expertin, wie wir weiter vorgehen. Und wir halten euch auf den Laufenden, Kids. Ihr seid bestimmt auch schon richtig gespannt, ne? Oh Mann, ich hoffe, dass wir auch schnell genug sind, dass der nicht irgendwas anstellt, unser Klient. Auf geht's. Auf geht's. Komme.
Ein besonderer Auftrag. Puh, was kann das denn sein? Ich muss mal lesen. Aha, wisst ihr schon, worum es geht? Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, oder? Ein wütender Nachbar. Wut, Wut, ein guter Rat. Ah, ich habe eine Idee. Hier ist mein Expertenbuch, da liegt es ja auch schon. Da finde ich immer was. Kennt ihr mein Expertenbuch? Total toll. Zu fast jedem Fall finde ich hier eine Antwort. Stellt euch das mal vor. Ist auch ziemlich dick, das Buch, und es sind viele Seiten drin. Aber ich glaube, das muss ganz am Anfang stehen. Ich guck mal. Da ist es. Tja, die Geschichte, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Habe ich vor kurzem gelesen. Ich nehme euch mal mit. Und zwar sind das die ersten Kinder, die auf dieser Welt geboren wurden. Von Adam und Eva. Wisst ihr schon, wie die heißen? Nicht? Dann verrate ich es euch. Das sind Kain und Abel. Der Älteste ist Kain. Und der kleine Bruder, das ist Abel. Aber so klein sind die schon gar nicht mehr. Die sind ziemlich groß geworden und die haben sogar schon einen Beruf. Kain arbeitet auf den Feldern. Er ist Ackerbauer. Ein starker Mann. Er ist auch der Große in der Familie. Er sät und erntet Früchte, Getreide, Gemüse. Richtig viel zu essen für die Familie. Er ist der Macher. Er ist der Älteste, der Stolz seiner Eltern. Er macht's gut. Und dann ist da sein jüngerer Bruder. Der ist ein bisschen ruhiger. Ist halt der Kleine von Mama und Papa. Und er sitzt total gerne bei seinen Schafen. Er liebt Schafe über alles. Die sind so kuschelig und weich. Und deswegen ist er Schafhirte geworden. Er kümmert sich um die Tiere. Und an einem Tag, es gab so einen Familienbrauch, dass sie Gott was geopfert haben. Ja, da war was. Da war ja Gott. Nein, Adam und Eva haben Gott nicht vergessen, auch wenn sie schon nicht mehr im Paradies wohnten. Sie dachten immer noch an Gott. Und sie versuchten, mit etwas Gutem, mit Opfergaben an Gott, etwas für ihn zu teilen und Dankbarkeit auszudrücken, ein Dankopfer zu geben, dass Gott sie versorgt, trotz der harten Umstände, dass sie genug zu essen haben, dass sie Tiere haben. Und das haben die auch ihren Kindern beigebracht. Deswegen gab es Opfertage. Und an diesen Opfertagen brachten sie Gott ein Opfer. Jeder auf seine Weise. Und das taten Kain und Abel heute auch. Kain brachte von seinen Früchten. Er war ein kräftiger Hirte, also legte er etwas auf den Opfertisch und brachte das Gott als Opfer. Abel suchte ganz sorgfältig zwischen seinen Schäfchen aus. Er wollte Gott etwas Besonderes geben. Er wusste ganz tief im Herzen, dass Gott etwas Besonderes ist. Dass er es wert ist, dass man ihm Danke sagt. Und deswegen nahm er sein bestes Schäfchen, was er hatte, und gab es Gott. An diesem Tag passierte etwas Merkwürdiges. Gott nahm das Opfer von Abel an. Abel freute sich. Gott freut sich über mein Opfer. Aber Kains Blick sagte etwas anderes. Sein Blick ging runter. Und er wurde wütend. Warum? Gott hatte sein Opfer nicht angenommen. In ihn staute es sich. Er merkte so richtig, wie die Wut in seinem Herzen hochkam. Boah, am liebsten hätte er rausgeschrien, er hätte gestampft und wäre richtig wütend geworden. Inmitten in seiner Wut hörte er eine ganz leise, leise Stimme. Ja? Hört ihr was? Ich hör's. Gott sprach zu ihm. Er sagte, Kain, aufpassen. Pass auf deine Wut im Herzen auf. Das ist nicht gut, wenn die hochkommt. Und ganz ehrlich, du weißt eigentlich, warum ich dein Opfer nicht angenommen habe, oder? Du hast das nicht wirklich vom Herzen gegeben. Du hast es einfach nur so gemacht, weil es immer macht. Pass jetzt auf, dass die Wut nicht stärker wird als du. Gib der Wut keinen freien Lauf. Aber nein, Kain tat das ab. Das wollte er jetzt gar nicht hören, diese leise Stimme, die ihn nervte. Er war wütend, er war richtig wütend. Und die Wut, die kam richtig in ihn hoch. Kennst du das? Manchmal gibt es so Sachen, wenn deine Eltern dir was sagen, dass es in dir richtig Wut hochkommen lässt. Oder wenn dein Bruder dich zum 5. Mal am Tag nervt, an deine Zimmertür klopft, obwohl du eine Freundin da hast. Und du wirst einfach nur wütend. Am liebsten würdest du dem die Tür vor der Nase zuklatschen oder ihn richtig anschreien, damit die Wut raus kann aus einem. Wenn du dann mal ganz kurz leise wirst, dann hörst du, dass es in deinem Herzen eine ganz, ganz leise Stimme gibt. Und die sagt, pst, die Wut, die muss nicht gewinnen. Du kannst auch gewinnen. Und zwar gegen die Wut.
Kennst du das? Und weißt du, an dieser Stelle darfst du entscheiden, für was du dich entscheidest. Willst du, dass die Wut gewinnt, oder willst du der Sieger sein? Wenn du der Sieger bist, bist du das nicht alleine, dann ist es Gott in dir. Gott ist die leise Stimme, die zu dir sagt, hey, die Wut, die muss überhaupt nicht gewinnen. Du darfst gewinnen und du bist stärker. Mit mir zusammen sind wir stärker gegen die Wut. Wir können die bekämpfen. Ich möchte dir wünschen, dass du das nächste Mal, wenn du richtig wütend wirst und wenn es einfach aus dir rauskommt, dir eine ruhige Stelle nimmst. Setz dich irgendwo hin, wo du ganz alleine bist und atme einmal ganz tief durch. Und dann versuch mal zu hören, ob du die Stimme Gottes ganz leise in deinem Herzen oder vielleicht in den Expertenbuch findest. Hier steht sie nämlich drin. Hier findest du zu jeder Situation eine Lösung. Dann hör drauf. Und ich wünsche dir, dass du dich richtig entscheidest und dass du gewinnst mit Gott zusammen. Wisst ihr was? Kain war so wütend, dass er überhaupt nicht mehr darüber nachdachte zu gewinnen. Die Wut, die wurde größer und größer. Und er machte den größten Fehler seines Lebens. In seiner Wut, ohne zu wissen, was er richtig tut, hat er seinen Bruder erschlagen. Vielleicht wollte er das gar nicht, vielleicht war das gar keine Absicht. Es ist einfach passiert, mitten in der Wut. Vielleicht ist es dir auch schon mal passiert, dass du nicht jemanden getötet hast, aber einfach mal zugeschlagen hast, weil du so wütend bist. Wisst ihr, das kann passieren. Und Kain merkte, dass er falsch war und er ging weg. Er ging weg von seiner Familie, weil er wusste, ich kann nie wieder zurückkommen. Und wisst ihr, was das Gute ist? Gott hat nicht gesagt, ich rede jetzt nicht mehr mit dir und ich lasse dich jetzt einfach gehen. Klar, Kain hat seine Strafe bekommen, aber Gott hat zu ihm gesprochen und hat gesagt, ich bin immer noch mit dir. Ich bin immer noch da und passe auf dich auf. Und das wünsche ich dir. Auch wenn dir mal was Dummes passiert ist, wenn dir die Hand ausgerutscht wird oder du vielleicht in der Wut irgendwas gesagt hast, was den anderen echt verletzt hat, dann wünsche ich dir nicht, dass du einfach wegläufst, sondern geh nochmal zurück. Entschuldige dich dafür und sag Gott, du bist trotzdem noch da. Du hast mich immer noch lieb, auch wenn ich diesmal einfach vollkommen ausgerastet bin. Und das nächste Mal mache ich das besser. Das nächste Mal fange ich früher an, auf Gott zu hören und bekomme meine Wut in den Griff. Denn Gott sieht dich. Und Gott sieht dich nicht, weil er dir was Böses will, sondern weil er dich so unendlich liebt. Und ich glaube, diesen Expertenrat, den schreiben wir hier in den Briefumschlag rein. Der Nachbar, der soll einfach mal ruhig werden. Und vielleicht soll er mal zu seinen Nachbarn hingehen und mit ihm darüber sprechen, was ihn so ärgert, oder? Ich glaube, Gott wird ihm helfen, seine Wut in den Griff zu bekommen, genauso wie er dir helfen möchte. Hey Kids, jetzt ist es wieder soweit. Wir lernen den Vers. Also alle Kinder stehen einmal auf, macht euch bereit. Und jetzt ist nämlich Schnelligkeit gefragt. Wir gehen zuallererst den Vers einmal ganz normal durch und dann machen wir es gleich so, dass ich die Hand hebe und wenn ich sie runternehme, müssen wir stoppen, während wir den Vers sagen. Also ich habe die Hand gehoben, wir sagen den Vers auf und wenn ich die Hand runternehme, musst du ganz schnell aufhören zu reden und dann gucken wir mal, wer vielleicht aus Versehen weiterredet. Okay? Aber als allererstes üben wir den Vers einmal so, mit Bewegung. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Jeremia 29, Vers 13 und 14. Noch einmal, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Jeremia 29, Vers 13 und 14. So, und jetzt musst du ganz genau aufpassen, denn ich habe die Hand gehoben und wenn ich sie runternehme, musst du ganz schnell aufhören, weiterzureden, okay? Wir starten gemeinsam mit dem Vers. Und, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Jeremia 29, Vers 13 bis 14. Ich würde gerne wissen, wer von euch aus Versehen weitergeredet hat. Aber ich würde sagen, wir machen das direkt jetzt noch einmal. Mal schauen, ob ihr es jetzt auch schafft.
Seid ihr bereit? Ich höre euch noch nicht. Seid ihr bereit? Sehr gut. Okay, dann geht's jetzt los. Meine Hand ist oben. Und denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Jeremia 29, Vers 13 und 14. Richtig cool. Jesus ist da und wenn du ihn suchst, dann wirst du ihn finden. Das ist fast wie eine Schatzsuche und da können wir uns sicher sein, dass der Schatz da ist und sich finden lässt und dass er nicht irgendwo vergraben ist, wo wir ihn nicht finden werden. Liebe Detektive, für das nächste Spiel braucht ihr ein ganz gutes Auge, denn wir spielen Was ist anders? Ich würde sagen, ihr merkt euch jetzt ganz genau, wie das hier aussieht in diesem Raum. Denn ich werde gleich schnipsen und es wird sich einiges verändern. Und ihr müsst erraten, wie viele Dinge sich verändert haben, die vielleicht ja, woanders stehen oder ihr werdet sehen. Ich würde sagen, ich schnipse jetzt los und ihr passt ganz genau auf. Seid ihr bereit? Auf die Plätze. Fertig, los! So, hier sieht es ganz schön anders aus. Ihr könnt euch jetzt mal umgucken. Was ist anders? Ich lasse euch ein bisschen Zeit. Habt ihr es erraten? Ich würde sagen, wir schauen mal gemeinsam, was sich hier verändert hat, okay? Also, was mir als allererstes auffällt, ist der Sessel. Das ist Punkt Nummer 1. Der hat sich verschoben. Punkt Nummer 2. Oh, die Lampe. Die Lampe ist aus. Die war vorher an. Das sieht ja hier aus wie bei Hempels unterm Sofa. Der Teppich, der war verschoben. Das ist Punkt Nummer 3. Das Pflänzchen, das sieht hier aber auch anders aus. Okay, die Pflanzen wurden verschoben. Dann würde ich sagen, Punkt 4 und Punkt 5. Das stand hier vorher, oder Kids? Ich glaube, das ist Punkt 6. Punkt 6, Punkt 6. Hier fehlt was, hier fehlt was. Punkt 7. Sehr gut. Und Punkt 8. Meine Mütze. Ich hoffe, ihr habt erraten, es sind 8 Punkte, die hier verändert wurden. Das war ein cooles Spiel, oder? Ich finde schon. Hallo, Detektiv Becker. Ich habe deine Mütze gefunden. Sehr gut, danke. Hast du wohl verloren? Ja, muss ich wohl verloren haben. Wir haben... Oh, wie sieht es hier denn aus? Ja, ist egal. Irgendwas ist anders. Ich stelle die hier mal runter. Die ist mir hier ein bisschen zu groß auf dem Tisch. Sollen wir gerade mal tauschen? Ja, das wäre gut. So ist doch wieder ein bisschen wieder beim Gewohnten. Ich war gerade bei der Post. Ja. Und wir haben einen Brief gekriegt, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Von wem ist der denn? Da bin ich mal gespannt. Von unserem Klienten. Der wird wohl die Meinung von der Expertin jetzt gehört haben. Da bin ich mal sehr gespannt, was er darauf sagt. Ja. Liebe Detektive, danke für eure Hilfe. Das klingt schon mal gut. Ja, ja. Es ist wirklich unfassbar. Die Tipps der Expertin haben mein Leben verändert. Ich habe mich dafür entschieden, meine Wut einen Moment lang zu vergessen und meinen Nachbarn auf die Situation anzusprechen. Oh, das ist eine gute Entscheidung. Stimmt, das hatte die Expertin gesagt, ne? Dass man da einfach mal seinen Mut zusammennehmen muss. Und das tat so gut. Die Wut war danach wie weggeblasen und mein Nachbar hat es sehr gut aufgenommen.
Er wollte mir einfach nur immer eine Freude machen mit der Hecke. Inzwischen verstehen wir uns so gut, dass ich auch abends bei ihm eingeladen bin. Ich bin euch so dankbar für eure Hilfe. Danke, danke, danke. Oh, das tut doch richtig gut zu hören. Oh Mann, das ist doch immer das Schönste, wenn man dann wirklich Klienten hat, die ja danach einfach happy sind, ja, ne, mit der Situation. Und ich finde, das ist eine richtige Leistung, so eine dolle Wut und so ein Ärger, ja, beiseite zu schieben. Ja. Und dann quasi ja, sich für gute Gefühle zu entscheiden. Ja. Wie die Expertin auch gesagt hat, ne, dass man in dem Moment wirklich die Wahl hat, ne, ob man jetzt so in der Wut bleibt, ja, oder ob man dann die Entscheidung trifft, das nicht auf Übersicht kommen zu lassen. Ja, ne? Ja. Boah, wie schön. Das Total. Ist echt eine richtig inspirierende Geschichte. Ich glaube, es gibt einige Situationen, in denen ich mich immer wieder daran erinnern muss. Und ich denke, in der nächsten Woche wird es genauso sein. Auf jeden Fall. Und das können wir mitnehmen, ja, in die nächste Woche. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag an der gleichen Stelle, genau, zur gleichen Uhrzeit. Hier. Ciao, Kim. Tschüss.